Moin Moin und hallo, willkommen bei einer neuen Folge 30 Minuten mit, wo ich euch Spiele präsentiere aus einer großen oder immer größer werdenden Bibliothek von A bis Z. Ja, wie man sie in den, oder wie man das Spiel in den ersten 30 Minuten erlebt. Und heute möchte ich euch zeigen Defense Grid auf der Xbox One X. Also, habt ihr Bock auf ein bisschen Tower Defense? Bleibt dran, bis gleich! So, da sind wir wieder, machen den Game Sound an und starten die 30 Minuten auch jetzt. Wir wollen eine Kampagne starten. Okay. Ich hatte das schon ein bisschen gezockt, deswegen fangen wir ganz von vorne an und starten die Vorgeschichte. Kampagne, Typ offen, normal. Klingt gut. Kommandoteam, Turmgeschützgegenstände machen wir gar nichts. Wir lassen das komplett bei, wie es am Anfang halt gewesen wäre. Grüße, Commander. Diese Nachricht wird wiederholt abgespielt. Ich bitte um Hilfe. Ich wurde während eines Überfalls auf unsere Energiekerne gefangen genommen. Ich sende eine hochverschlüsselte Nachricht mit dem Standort, an dem ich festgehalten werde. Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Aber meine KI-Kollegen fehlt das militärische Wissen, das sie und General Fletcher beim Verteidigungsbau bewiesen haben. Unsere Lage ist sehr ernst. Ich bin mir nicht sicher, wann ihr Schiff in die Empfangsreichweite der Kolonien kommt, aber meine Entführer glauben, dass sie in der Nähe sind. Bitte befreien Sie mich schnellstmöglich. Wir hoffen, dass wir mit Ihrer Hilfe die Invasoren abwehren können. Hoffnung, wir hatten schon seit langer Zeit keine Hoffnung mehr. Aber die Berichte weisen darauf hin, dass sowohl General Kai als auch Commander Simon sie begleiten. Nun, vielleicht können sie wieder hoffen. Holen sie mich allerdings zunächst einmal aus diesen Asteroiden runter und bringen sie mich zurück zu meiner Kolonie. Ich muss sie beschützen. Grüße, Commander. Diese Nachricht wird wiederholt abgespielt. Bin ich froh, dass du bereit bist, deine Fähigkeiten mal wieder unter Beweis zu stellen. Ich bin es auch. Und ich bin wie immer hier, um dir zu assistieren, Commander. Diese Simulation wird uns helfen, unsere Fähigkeiten zu verbessern, die wir benötigen werden, falls wir je diesen verflixten Aliens über den Weg laufen. Fangen wir mit ein paar Turmarten und simulierten Eindringlingen an, zum Aufwärmen. Wir bauen Verteidigungstürme, um zu verhindern, dass die virtuellen Kerne gestohlen werden und um uns den Rost aus den Knochen zu schütteln, hä? Mhm. Dann bauen wir mal hier. Was wollen wir? Inferno. Einmal haben wir einen Geschützturm. Dieser preiswerte Turm ist sehr schlagkräftig gegen alle Gegner und hat ein sich wiederholendes Dauerfeuer. Okay. Inferno. Der Feuerkegel wirkt auf eine Fläche und ist daher ausgezeichnet gegen Gruppen, aber schwach gegen einzelne Aliens. Wir machen das mal so. Wir hauen hier einen der Inferno ist hier schwachsinnig. Hier ist der geil. Hier begrüßen wir die mal mit Geschütze. Das sieht doch gut aus. Und hier ballern wir ein Inferno rein. Wie sieht's damit aus? Da ist die Reichweite nicht so gut. Aber hier sieht's gut aus. Hier kommt noch ein Inferno rein. Können wir den schon aufmotzen? Ausbau, Geschützturm 200. Machen wir das mal. So, gucken wir uns den Spaß mal an. Du erinnerst dich an den Geschützturm? Dauerbeschuss, akzeptable Reichweite. Ein großartiger Alleskönner. Dann gibt es den Inferno-Turm. Ein wahrer Zerstörer, den rüsten wir noch mal auf. Größere Gruppen und wir dicht gedrängte Gegner ist. Alles klar. Unterschiedliche Türme haben auch unterschiedliche Zerstörungsreichweiten. Schnell aufbauen. Achte also schnell genau aufbauen. Darauf, wo du sie platzierst. Wie du dich vielleicht erinnerst, brauchst du Ressourcen, um Türme zu bauen. Diese gewinnst du mit der Zeit. Sobald du genug Ressourcen hast, kannst du einen Turm auf einem der freien Plätze bauen
Oder du kannst deinen vorhandenen Turm ausbauen. Wir bauen erstmal hier aus. Sollten die Aliens es zur Kernhalterung schaffen, dann werden sie einen oder mehrere Kerne stehlen und versuchen zu entkommen. Den bauen wir auch aus, auch wenn da bestimmt keiner hinkommen kann. Zurück in die Halterung ziehen. Wenn wir keine Energiekerne mehr haben, dann schaltet sich unsere Basis ab. Dann haben wir den jetzt auch auf die dickste Stufe. Du kannst ein paar Türme an den Stellen platzieren, an denen die Aliens normalerweise durchmarschieren würden. Wenn du das tust, dann wird der Turm den Pfad der Aliens blockieren und sie werden sich einen neuen Weg suchen. Genau wie es hier. Kann sehr nützlich sein, die Aliens umzuleiten. Vor allem, wenn sie dann näher an deine anderen Türme kommen. Ich glaube, hier wird er geschützt. Und durch den Umweg für die Aliens haben die Türme in ihrer Nähe mehr Zeit, sie anzugreifen und damit auch mehr Schaden anzurichten. Bitte? Aber weiß, wir haben einen Sieg geholt. Aber glaubst du wirklich, dass das der beste Platz für den Turm ist? Beenden. Ich sehe, du bist in einem Stück zurückgekommen. Brillant! Danke. Dann nehmen wir jetzt die Schwelle. Scans haben ergeben, dass Walkers und Schwarmers in die Minenanlage des Asteroiden eingedrungen sind. Geschützkanonen und Inferno-Türme stehen bereit. Dann nehmen wir das mal. Wir nehmen die Kampagne ganz normal und starten sie ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ein Formikant hat mich angesprochen. Ich stehe noch unter Schock. Während ich das hier aufnehme, es macht so viel Sinn wie eine Tagblume, die im zweiten Winter blüht. Beim ersten Kontakt, bei der ersten Berührung hatte ich das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Man hörte solche Sachen. Kapitäne, die zu tief ins Nichts vorgedrungen und die Stille als Stimme wahrnehmen. Dennoch, als dieses Ding sprach, wurde mir klar, dass ich nicht verrückt bin. Ich antwortete nicht. Im Training habe ich gelernt, dass ein neues Gebiet zunächst auszukundschaften. Also schwieg ich und beobachtete. Was beunruhigend ist, und ich lache über die Vorstellung, dass es etwas gibt, was beunruhigender ist als ein sprechender Formikant. Das wirklich Beunruhigende ist, dass wir die Formikanten dieser Welt klar unterschätzt haben. Das verändert alles. Ich frage mich, ob die Entscheidung zu schweigen korrekt war. Wäre ich ein besserer Späher, wenn ich geantwortet hätte? Ich glaube, ich muss in das Nichts tauchen und dort die Antwort suchen. Brücke an Shuttle. Es sieht nach einer Asteroiden-Minenanlage aus. Nach einer so langen Reise sieht selbst das gut aus. In der Tat. Wir landen jetzt das Kommando-Shuttle Raffaele. Wir verbinden uns mit dem Raster, sobald wir das Signal isoliert haben. Interessant. Es ist ein Level 4-Notruf. Genau der gleiche Notruf geht mir durch den Kopf, wenn meine Schwiegermutter unangemeldet vorbeikommt. Das ist doch mal... Du glaubst wirklich, dass du hier rumwitzeln solltest, wenn jemand in Not ist? Okay. Eine kleine Witzelei hier und da hat mich auf unserer langen Reise bei Verstand gehalten. Naja... So ziemlich zumindest. Hier ich bin mir nicht sicher, ob der Kommandant da zustimmt. Warte. Oh nein. Ohne Geschützturm. Ich sehe den Aufklärer auch. Verdammt. Jahrelang durch den tiefsten Weltraum gereist und die Aliens kommen uns dennoch zuvor. Können wir sie hier bekämpfen? Überprüfe Systeme. Ich kann drei Turmtypen sofort online bringen. Hier ist ein Geschütz auch ganz gut. Geschütz, Inferno und Kanonentürme? Obwohl eine Ferne kann hier Kommander, gelangen. Bereite dich auf eine Invasion vor. Da kommen sie. Viel Glück euch dreien. Oh, ich brauche noch schnell ein Geschütz. Ich kann hier noch eine Kanone gleich bauen. 200 brauchen wir dafür. Noch 20, komm. 10, so. Alles klar. Und hier, wollen wir die hier durchgehen lassen? Nein. Deswegen bauen wir hier ein Geschütz hin. Dann müssen die nämlich außen rumlaufen. Und wieder außen zurück. Obwohl, die lenken wir um. So. Dann müssen die nämlich den Weg hier laufen. Und wieder zurück.
So, der kostet 300 Aufrüstung. Mit Feuer. Erstmal den hier. Okay. Der ist aufgemacht. Okay, nächste Welle kommt. Was kostet der? 400. Und wir wollten den erst, ne? Ja. Das ist wichtig. Damit er größere Reichweite hat. Es ist mir was Unangenehmes zuzugeben, aber es fühlt sich toll an, wieder gegen Aliens zu kämpfen. Das tut es, aber mir ist es nicht unangenehm. Es gibt nichts Besseres, als einen von ihnen auszuschalten. Was haben wir hier? 400. Hört, hört! Es ist großartig, wieder mit euch allen zu kämpfen. Ihr macht euch gut. Dann stimmt. Rüsten wir den erstmal auf. Und nach dem ganzen Reisen im Weltraum denke ich, dass es sich besonders gut anfühlt, Aliens zu jagen. Hier kann ja, definitiv. Wäre auch nett, mal etwas zu laufen. Und hier setzen wir eine Kanone. Versuch mal, 1000 Jahre lang nicht zu laufen. Oder sogar zu atmen. Oder ein Bad zu nehmen. Oder... Oh, danke, dass du mich daran erinnert hast. Du hast mich gefragt. Okay. Wie auch immer. Aus. Dann machen wir den im Ausbau. Und... den. Oh Mann, wie weit kommen wir hier mit? Wollten wir hier noch eine Kanone hinbauen. Damit wir die im Griff haben. Und hier kann auch eine Kanone. Dann kann er da vorne mitschießen. Und hier bauen wir einen Schuss. Dann schauen wir mal. Und dann versuchen wir mal. Oh, hier kann noch. Als Begrüßung zwei Geschütze. Intelligenz kann ja wenigstens träumen. Falls sie es noch nicht zu den Kolonien geschafft haben, müssen wir sicherstellen, dass diese Bastarde es auch niemals schaffen werden. Geschütze hin. Du hast recht. Wir müssen uns konzentrieren und gewinnen. Nur damit der Flow da bleibt, dass die weiter angeballert werden. Ja, das sieht gut aus. So, dann können wir jetzt ein bisschen sparen. Was will der denn haben? 600. Ich muss ja noch ein paar Kanonen bauen. Das war Verschwendung, aber die haben wenigstens Bumm. Halten die Menge im Schatten. So denke ich mir das. Sehr gut.
jetzt, was soll ich jetzt gedrückt? Oh nein, ich hab auch so den Neuladen. Nein, dann machen wir das hier weiter. Können wir den schnell aufbauen. So. Also, LB ist letzter Speicherpunkt. Das ist schon mal gut zu wissen, aber scheiße gedrückt. Bauen wir hier wieder eine Kanone hin. Da auch. Sehr gut aus. Der ist voll aufgelevelt. Hier wäre noch, aber ich glaube, er wäre am effektivsten. Gucken wir mal. Der will 400, dann krieg ich das. Der will 600. Dann machen wir den auch noch. So, Kai. Simon hat sich bei mir beschwert, dass er das Laufen vermisst. Zumindest glaube ich das. Wirklich? Was soll das denn? Soll er mal in die Haut einer KI schlüpfen? Sekunde, das habe ich so nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass er es länger als 10 Minuten aushalten würde. Kannst du dir seine erste Systemdefragmentierung vorstellen? Nein. 400. Sehr lustig. Ich kratze mich mal eben am Rücken. Das war unter der Gürtellinie, Simon. Doch zurück zum Geschehen. Timing. Dann kann die Kanone gleich auch noch. Weil dann habe ich hier die ganze Fläche abgedeckt. Wie man hier sieht. Mit den Kanonen. Dass die immer schön zu jeder Zeit ballern können. Werde ich den jetzt noch schnell ab 9400, ja. Weil dann die nämlich dann auch in der Reichweite bei denen sind, kann er nämlich fleißig mit unterstützen. Aber bis jetzt kommen sie noch nicht mal an und das ist ein gutes Zeichen. Okay, 580, 800 will der haben. Wäre schon nicht schlecht, am Anfang die so weit zu schwächen, aber ich nehme erstmal den hier und versuche, die beiden müssten auch noch ein bisschen mehr Wumms haben. So. Die müssten zeitlich passen. Könnte damit unterstützen. Dann haben wir jetzt 400. Was machen wir damit? Hier ist ja auch noch ein Geschütz. Motzen wir das auch noch mit auf. Bei Welle 12 von 20. So. Können wir noch. Die können wir dann auch noch. Dass wir von den Grünen wegkommen. Weil Grün ist nicht besonders stark.
Bahn und dann machen wir hier vorne die Geschichte hier noch. Als erstes ist, glaube ich, am schlauesten den Inferno-Turm aufzuleveln. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Dann gönnen sie dir jetzt. Kommen ja noch nicht mal an, das ist super. Das ist super. So, 630, er will 800. Und er auch. Er hat auch schon. Machen wir jetzt erstes Team hier. Da macht er nämlich richtig Rabatz. So. Jetzt haben wir 360. Könnten wir eigentlich 400. Dann könnten wir... Was erhöhen wir dann mal? Er kann noch die volle Ladung kriegen. Oder müssen sie eh vorbei? Und Einsatzbereit. Sehr schön. Dann zieh dir mal so richtig die Ohren lang mit deinem neuen Tuning-Geschütz. Als nächstes. Noch drei Wellen, dann machen wir die Straße hoch. Kupfern, 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 yeah!
das funktioniert. Alles am Brennen hier. Wir wollen aber die Wand Geld haben, mindestens. Oh, er muss da auch mal wieder. Er ist noch zu underpowered. Okay, jetzt kommen nämlich mehrere, einen ganzen Haufen nämlich. Zum Glück haben wir da noch schon eine starke Feuerwand. Und den letzten jetzt auch noch Geld machen. Und dann kommt der Boss. Lokalisiert. Endlich! Sollen wir uns auf den Weg machen, Commander? Ich denke schon. Jawohl. Kai, ist alles okay? Natürlich. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber die Aliens bekämpfen würde. Aber... Wenn die Aliens hier sind, dann sind sie vor uns bei den Planeten der Menschen angekommen. Das hier könnten die Letzten sein. Ich kann nicht behaupten, dass ich optimistisch bin, Simon. Aber eines nach dem anderen. Der erste Tagesordnungspunkt ist, den Notrufsender zu finden. Sollen wir loslegen, Commander? Jawohl. Okay, Angebot und Nachfrage ist das nächste Level. Kampagne, ganz normal. Ich sprach mit den Formikanten. Nachdem ich in das Nichts gesunken bin, war klar, dass ich keine Wahl hatte. Es ist äußerst wichtig, den Feind zu kennen. Mein Magen dreht sich um bei der Erinnerung an seine Berührung. Er hinterließ einen Aasgestank in meinem Verstand. Genug davon. Ich werde das Nichts nach einem Bericht erneut aufsuchen und mich reinigen. Unser grundlegender Plan darf sich nicht ändern, aber jetzt können wir die Informationen, die ich beschaffen habe, mit einbeziehen. Der Formikant sagte, belasst uns leer. Das ist verrückt. Formikanten sind hohle Dinge. Bis wir sie als Seelengehäuse neu erschaffen. Wir heben sie aus der Isolation und füllen ihre Leere. Also warum verzögert sich uns dieser Formikant? Nicht mit unberechenbarem Verhalten wilder Kreaturen, sondern mit Ideen. Mit Gedanken? Ich werde es herauslocken und versuchen, mehr herauszufinden. Shuttle landet in 5. Die Gegend scheint alienfrei zu sein, Commander. Wenigstens im Augenblick. Vielleicht war das nur eine kleine Aufklärertruppe. Oder die erste Welle einer Invasionsmacht. Ich hoffe wirklich, dass ich falsch liege, aber das passiert sehr selten. Der Notruf ist nicht mehr zu hören. Vielleicht sollten wir eine Antwort senden, anstatt hier auf unseren digitalen Hintern zu sitzen. Okay. Hier spricht Berater Sekara. Vernichtet die Aliens und dann findet mich bitte. Sofort. Wer war das? War das der Notruf? Und welche Aliens? Warte. Aliens sind auf dem Weg. Boost. Erstmal machen wir... Oh, Laser haben wir auch jetzt. Erstmal verbarrikadieren wir denen die Plätze. So. Dann müssen die hier durch und da wieder zurück. Okay. We'll be right back.
Und das hier jetzt lassen wir sie da rumlaufen. Aber dann bräuchten wir eine Kanone. Dann bräuchten wir einen Laser. Hier noch länger. So, ich habe ein neues Turmdesign im lokalen Netzwerk gefunden. Es nennt sich Boost-Turm. Es kann Wege blockieren und du kannst trotzdem noch Türme draufsetzen. Das könnte nützlich sein. Und unglücklicherweise habe ich auch einen neuen Alien-Typ bemerkt. Stürmt heran wie ein Nashorn. Aber wird dann deutlich langsamer, wenn er wenden muss. Dann sorgen wir dafür, dass es wenden muss. Und zwar reichlich. Brusttürme zu bauen könnte uns dabei helfen. Mir gefällt, wie du denkst, Kai. Commander, ich habe da auch noch einen Laserturm, der gegen alle schnellen Aliens hilft. Gern geschehen. So. Dann bauen wir hier auch ein paar Laser hin. Aber wie es weitergeht, müsst ihr doch selber rausfinden, denn die 30 Minuten sind rum. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen von dem Spiel, wie es ist. Und vielleicht seid ihr selber solche Taktikfüchse und sagt, oh, das beherrsche ich, das kann ich besser, das mache ich, das spiele ich selbst. Aber ihr könnt ein Abo dalassen und ein Like, das wäre cool. Und ansonsten verpasst meine weiteren Videos nicht aus der Rubrik 30 Minuten mit. Deswegen bleibt gesund und bis bald. Bye, bye.